Willkommen zurück zu einem weiteren und offiziell letzten Part aus der Erweiterung Hearth of Thorns. Wir erkunden heute die letzte Karte, Widerstand des Drachens. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Und wir haben ja gesagt, beziehungsweise ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass wir das mit Plishat machen werden. Plishat ist ein super cooles Tool. Ich vermute auch, dass gerade die längeren, die älteren Guild Wars 2 Spieler das bestimmt schon mal gehört haben. Ich werde das Programm, dieses Tool jetzt nicht hier haarklein erklären. Ich werde euch nur ganz kurz zeigen, was für ein Add-on ich mir runtergeladen habe. Und zwar gibt es auch Taco. Und das ist in Plishat integriert worden. Und zwar unter Pathing. Dann gibt es noch Events und Meta, wo du dann dir die Zeiten stempeln kannst. Mit Wegmarken, dass du direkt hinporten kannst. Also dieses Tool hat super, super viele Sachen. Für die Raids gibt es natürlich auch die Sachen. Zum Beispiel hier kannst du dir dann Taria machen, den Dschungelwurm, die Ley-Anomalie, den Chuck-Potantas. Du kannst dir das alles machen, kriegst die Zeit angezeigt, kannst dir noch so eine kleine Beschreibung in der Wiki anschauen. Hast direkt eine Wegmarke verlinkt und unter alle Events siehst du hier Weltbosse, also alles Mögliche ist dabei. Unter Timer hast du dann das für die Raids an sich, was ich total cool finde. Da wird dir dann angezeigt, zum Beispiel bei Sabeta, wann du nach oben musst, um diese Kanonendinger kaputt zu machen. Bei diesem Faultier siehst du dann, wann die Breakbar bald ist, wann der dieses Gift schmeißt. Also wirklich ein super, super cooles Tool. Das jetzt nur hier ins Kleine unter Modulverwaltung siehst du dann die Parts, die du dir runtergeladen hast. Und musst dann natürlich noch unter Download-Marker-Packs die bestimmten Sachen auswählen. Also es ist wirklich selbsterklärend. Ich werde dir Videos in die Videobeschreibung packen. Da kannst du dir das dann mal genau angucken. Auch von dem Ersteller selbst, wie das einstellen geht, was das alles kann. Und wir werden heute zusammen die Karte Widerstand des Drachens. Das ist der letzte Teil aus der Hearth of Thorns Staffel. Wir hatten hier Grasgrüne Schwelle, Güllender Talkessel und die verschlungenen Tiefen. Ich hatte mit meinem Freund schon die verschlungenen Tiefen zusammen mit der Soraya erkundet, weil ich auch ein paar Heldenpunkte ein bisschen Hilfe brauchte, weil er gern mit Supporter unterwegs ist und da geht es natürlich schneller. Wir werden hier gucken, wie weit wir kommen. Ich bin nicht sicher, ob wir alle Heldenpunkte schaffen, wenn nicht, muss ich das im Nachhinein noch machen. Aber man sieht hier genau, hier ist der Start, wo das Portal auch ist und dann hast du hier kompletten Weg. Ich habe jetzt den Weg zu Fuß, was ich genau eingestellt habe, zeige ich dir auch nochmal. Und du siehst genau, wir gehen hier lang, gehen wieder zurück. Also du siehst, es geht einmal komplett über die ganze Karte. Sehr sinnvoller Weg, dass du nicht doppelt laufen musst. Und ich muss sagen, das war das letzte Mal, als wir verschlungene Tiefen erkundet haben. Super, super cool. Es ging ruckzuck. Aktuell ist nicht das Meta, soweit ich weiß. Wenn nicht, dann werden wir halt hier ein bisschen mehr auf der Karte los haben als sonst. Aber das ist überhaupt kein Ding. Und wenn du Plishat startest, ich habe das auf dem Desktop liegen, eine Verknüpfung in den Ordner liegen. Und wenn du das startest per Doppelklick, hast du hier oben Plishat, wo du dann die Einstellungen vornehmen kannst. Und wenn du dann dieses Taco dir noch dazu machen möchtest mit den ganzen Markern, dass du die Karten erkunden kannst, du kannst, da ist so viel bei. Also das ist Wahnsinn. Und zwar gehst du dann hier auf alle Marker und kannst dir alle Sachen anzeigen lassen. Und da ist alles von den Erweiterungen zu den lebendigen Welten, von Map Complete, da sind wir jetzt auch drinne. Du kannst Sprungrätsel machen, du kannst Schwarzlöwendruhen-Schlüssel farmen, du kannst Achievements machen, heißt Sammlungen holen. Also das ist wirklich alles mit bei. Du kannst Ressourcen sammeln damit, dann haben sie die Farming-Routen drin, also Jumping-Puzzle, Gildenmissionen, wo was ist. Also wirklich super, super viel. Und für die Kartenerkundung geht man dann unter Map Complete, sucht sich die jeweilige Staffelerweiterung dann aus. Wir haben jetzt Hearth of Thorns und haben dann hier ganz oben den normalen Reiter, Routen, Entschuldigung. So, unter Routen kannst du dann den Greif nehmen, zu Fuß natürlich, die Himmelsschuppe und kannst Hero Points noch natürlich machen. Alles ist aktuell deaktiviert, ich habe nur barfuß gemacht, dann kannst du hier noch, ist natürlich alles auf Englisch, weil ich jetzt nicht so gut Englisch kann, wo ich mich mit einschließe, ist das vielleicht ein bisschen knifflig, aber es ist eigentlich wirklich selbsterklärend. Also ich hatte bisher noch nicht große Probleme. Wenn nicht, dann nimmt man sich einen Übersetzer irgendwie zur Hand und dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Und wir haben jetzt hier unten, das ist die verschlungenen Tiefen. Das ist wahrscheinlich Taria und das müsste die grasgrüne Schwelle sein. Genau, es sind vier Karten. Du hast die Möglichkeiten, wie du unterwegs sein möchtest. Und wir sind jetzt hier im Widerstand des Drachens, haben die
Herausforderungen heißt Heldenherausforderungen, die Sehenswürdigkeiten, die Panoramen und die Wegmarken. So, genug gequatscht. Man hat dann hier so ein Layout und kann dann auf dem Langrennen, ich würde sagen, wir machen es aber direkt mit der Himmelsschuppe, weil wir auch viel hoch und runter gehen müssen und haben dann einfach alles Mögliche drinne, können uns die Wegmarken, Sehenswürdigkeiten und natürlich Panoramen und die, oh, wir sind gerade hier ein bisschen hochgekommen, und die hellen Punkte alle holen. So, und wir haben schon direkt die nächste Wegmarke, dürfen jetzt hier weiter flitzen und haben dann eine Sehenswürdigkeit. Also es ist wirklich total einfach gestrickt. Man kann eigentlich nicht falsch laufen, man folgt den Wegen, man sieht genau, das ist die Richtung und hier geht es wieder zurück. Falls die Qualität des Videos diesmal nicht so gut sein sollte, dann tut es mir wirklich leid. Ich muss eine Bildschirmaufnahme machen, weil dieses Plischhard-Overlay auch nur ein Overlay ist. Also es ist nicht im Spiel, es liegt über dem Spiel. Heißt, wenn ich eine Game-Aufnahme mache, wird es nicht angezeigt. Deshalb musste ich eine Spielaufnahme machen und ich bin mit OBS noch nicht so ganz sicher, das nutze ich erst, seitdem ich meinen PNG-Tube habe und den kleinen Wolf links unten. Und ich muss mich da noch so ein bisschen rantesten, rantrauen. Deshalb, die nächste Folge wird natürlich dann wieder normal aufgenommen, ohne Bildschirmaufnahme. Und ich finde das mit diesem Blishard-Taco-Up-Overlay total cool. Du hast genau den Weg, suchst dir nicht den Wurm und hast halt direkt die ganze Karte ruckzuck erkundet. Also wie gesagt, wir haben die verschlungenen Tiefen in halbe Stunde ohne groß rumsuchen. Und da war alles halt mit drinne, bis auf eins, zwei Heldenpunkte und ein paar Sehenswürdigkeiten, glaube ich, die wir so schon geholt hatten durch die Episoden. Und du kannst es zu Fuß, mit der Himmelsschuppe, mit dem Greif, also es ist wirklich total easy gemacht und ja, ich finde es cool, ich nutze es viel, auch gerade für die Raids, wenn wir mit der Gilde unterwegs sind, um die Timer anzeigen zu lassen und auch Events, wenn wir es anhaben. Ich habe es nicht immer an, weil viele Events weiß man auch einfach nach den Jahren, wenn man das Spiel Delay, gut, wo, ist einfach Wiki-Fragen, aber die Zeiten, die merkt man sich irgendwann. Und wie gesagt, man sieht das direkt so, zack, und hat den Punkt und darf jetzt hier runter. Wir können ja mal kurz hier auf der hier auf der Karte gucken. Man sieht, wir haben jetzt die Karte soweit einfach schon erkundet. Wir sind jetzt hier unten schon und das in ein paar Minuten. So, wir müssen aber noch eins runter. Ich hatte auch noch nie Probleme irgendwie zu sehen, okay, ist das jetzt die falsche Ebene, weil es wirklich sehr gut gemacht ist, die Ersteller, die Creator machen sich da wirklich super viel Mühe und ist natürlich kostenlos. Das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Die machen das einfach alles kostenlos für uns und somit haben wir schon das erste Panoräbchen. So, erstes Panorama. So, und dann dürfen wir jetzt hier weiter und dürfen raus. Ich hatte auch noch nie das Problem, dass mir irgendwas gefehlt hat bei der Kartenerkundung. Das Coolste überhaupt mit der Erweiterung End of Dragons haben wir ja neue legendäre Waffen hinzubekommen. Und um nicht immer neue Karten zu erkunden, kann man bestimmte Laternen anzünden, um dann die Karte in dem Sinn neu zu erkunden. Und da ist natürlich auch Blishard Taco mega cool, weil da die ganzen Standorte der Laternen drin sind. Heißt, man kann ruckzuck die Karten in dem Sinn erkunden, indem man diese ganzen Laternen anzündet. Und das macht halt auch nochmal viel mehr Spaß. Ich erkunde gerne Karte, gehört auch irgendwie dazu, wenn man einen neuen Charakter erstellt. Aber es kann halt auch schon mal wirklich anstrengend sein. So, wir haben den ersten Heldenpunkt. Wir haben mittlerweile so viele Heldenpunkte, dass wir die Sturmboten und die Weberin komplett fertig haben. Heißt, wir sammeln eigentlich schon für die nächste Erweiterung für die Katalystin, die mit End of Dragons reinkam, um die dann später spielen zu können. Und das ist mega cool. Heißt, wir haben am Ende extrem viele Heldenpunkte übrig, die wir dann, ja, just for fun gefarmt haben, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall freue ich mich sehr. Ich bin
Sehr gespannt auf die Lebendige Welt Staffel 3. Da werden wir wieder mega viele Karten. Ich glaube, es sind. Moment, wir können gucken. Da kriegt man auch bestimmte Folianten, die man sich erfahren kann. Und zwar haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten, die wir dann erkunden dürfen. Heißt, es gibt ein bisschen mehr Kartenerkundung. Die Karten sind super cool. Wir werden dann auch mal so die ganzen Meta-Events von den ganzen Heart of Thorns-Karten angehen. Heißt Taria, Chuck-Potant. Und hier im Widerstand des Drachen gibt es auch ein sehr großes Meta-Event, der Dschungelwurm, wenn ich... Nee, der heißt nicht Dschungelwurm, aber das ist auch so ein riesiger Wurm, den man da dann hat. Und man sieht schon, dass es wirklich für die Fußweg, heißt, wenn man auch noch nicht so viele Reittiere hat, kann man sich da dann in Weg bahnen. Ist jetzt natürlich, wenn ich die Himmelsschuppe habe, ein bisschen blöd. Aber vielleicht gerade für Neue ist es gut zu sehen, dass man da halt auch ohne Reittier gut die ganzen Sachen sich holen kann. Und jetzt müssen wir, ja klar, genau, schnell einmal unsichtbar. Und dann dürfen wir hier runter. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen schwer einzusehen, aber man erkennt es eigentlich. Also ich hatte noch nie Probleme, dass ich was übersehen habe. Und wir haben ein zweites Panorämchen. Ist schon eine coole Karte. Schon eine sehr, sehr coole Karte. Und ich hoffe natürlich, dass es euch bisher gefallen hat, die ganzen Staffeln, was wir so machen. Wir werden auch bald dann uns an die legendäre Waffe weiter rantrauen. Ich habe da die nächste Saison in dem Sinn abgewartet, das nächste Quartal, dass wir dann auch ein bisschen Ressourcenfarm mit reinnehmen können in dieses Thema legendäre Waffen. Und da gibt es bestimmte Sachen, die man machen kann, muss man natürlich nicht. Man kann auch sich einfach alles im Handelsposten kaufen, wenn man das möchte. Aber ich denke gerade für Neulinge. Ich farm gerne, ich bin ehrlich, mir macht das nichts aus, wenn ich da eine halbe Stunde irgendwo rumflitze, Sachen farme. Kommt halt drauf an, wie ich Lust und Laune habe, wie die Zeit auch ist. Aber ich mache das eigentlich ganz gerne. So, wir nutzen jetzt mal den Pilz. Kann man auch nur nutzen, wenn man die Beherrschung da schon gelevelt hat. Und man sieht, es geht jetzt hier hinter und wir machen eine Schlaufe und kommen wieder raus. Das ist halt mega cool. Das Schöne ist, ich erkunde die Karte gerne, wenn dieses Meta-Event nicht ist, weil sonst hier wirklich viel los ist auf der Karte. Dann sind hier wirklich viele böse und gerade der Ele, ich bin nicht so überlebensfähig mit dem. Da wäre dann das ständige Sterben vorausprogrammiert. So, jetzt wird es vielleicht ein bisschen knifflig, aber man sieht eigentlich, wo es lang geht. Wir sind jetzt hier eine Ebene wieder nach unten, einfach ein Stück hoch. Und müssen jetzt noch links in dieses kleine Höhlchen. Und haben, wir können ja mal kurz gucken, schon 51% der Karte. Bei, ich weiß jetzt leider nicht, der Zeitstempel. Ich werde dir vielleicht mal einen Timer nebenbei mitlaufen lassen. Wir müssen nach unten. Haben wir? Ah, jetzt haben wir ihn. Okay, manchmal dauert es ein bisschen, bis man die Punkte bekommt. Aber schafft man. So. Jo. Und es geht wieder raus. Und man sieht, wir sind jetzt einen anderen Weg rein, als wir rausgekommen sind. Hier kommen wir mit der Himmelsschuppe nicht raus. Und wo müssen wir lang? Wir müssen rechts lang. Also man kann da auch bequem nebenbei sich am Fernseher oder am Bildschirm irgendeine Serie anmachen, in Ruhe Karte erkunden. Das ist wirklich super, super easy. So, jetzt gehen wir hier hoch. Genau, jetzt könnte man hier... Wahrscheinlich mit einem Aufwindwader vielleicht oder die Leyline, wobei die geht, glaube ich, nach unten, die Leyline. Aber egal. Wir haben ja die... Haben wir jetzt auch alles, bevor ich jetzt was vergessen habe? Genau, wir kommen jetzt zu einem Heldenpunkt. Genau, hier. Und zack, haben einen weiteren Heldenpunkt. Zwei von sieben Heldenpunkte. Wow, wow, wow. Ja, ich freue mich einerseits auf die nächste Folge von der Story Lebendige Welt. Wir haben ja dann erst
Trauerfeier leider, wir haben er verloren als auch Treherne. Wir mussten ihn am Ende leider erlösen, weil Mortimus so seine Klauen in ihm hatte, dass leider keine Möglichkeit gab, ihn zu retten. Ich bin nur ein bisschen traurig, weil er war echt einer der coolen Leute, die bei einem waren. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt in Zukunft nicht mehr Freunde verlieren. Fände ich echt schade. Ich weiß aktuell nur von den Leuten. Den Rest ist zu lange her. Und Paranorama Nummer 3 haben wir mittlerweile schon. Und es ist halt alles total verschlungen. Dieses Leysteinige ist mit drin. Das ist wirklich eine super schöne Karte. Und wir kommen auch am Ende dann auf diese Plattform, wo dann dieses große Meta-Event ist. Und wir müssen nur mal gucken, ob wir da reinkommen, wenn dieses Meta-Event dicht ist. Sonst müsste ich einen Cut reinmachen, dass wir dann später, sobald das Meta-Event ist, dass ich dann den Rest aufnehme. So. Schnell mal da rein. Und wir machen uns wieder unsichtbar, dass wir hier nicht angegriffen werden. Es geht wirklich mit den Viechchen auf der Karte. Wenn es hier das Meta-Event ist, ist wirklich mehr los. Da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Aber es geht, muss man wirklich sagen. Wobei ich muss sagen, Widerstand des Drachens als auch die verschlungenen Tiefen sind Karten, die nicht so cool sind in der Erkundung, weil es halt viel verschlungen ist. Gerade verschlungene Tiefen, da hat man so viele Ebenen. Da kann man sich stumm und dusselig suchen. Das ist wirklich. So, dann nutzen wir den mal. Dann haben wir nämlich direkt hier schon das oben. Und es geht halt wirklich rucki-zucki. Also ich finde es mega cool. Wie gesagt, in der Videobeschreibung, guck, hier kann man dann per Leylinie dann mitgleiten. Kann man dann sich das alles mal genauer angucken. Weil es gibt schon so viele Guides, da findet man bestimmt irgendwas. Ich werde euch zweimal verlinken. Aufgeladen. Und das nächste Panorämchen haben wir. Und ist wirklich super easy. Man muss da nicht groß. Genau, da kommt man jetzt so langsam in diese Gegend, wo es dann Richtung Meta-Event kommt. Das ist wirklich cool. Mittlerweile schafft man das wirklich so in 20, 30 Minuten. Und man kriegt auch einen der Konverter, der sehr, sehr viel Gold einem bietet, wenn man ihn nutzt. Und jetzt dürfen wir hier wieder raus, ne? Genau, wir sind da von da hinten gekommen. Und ja, wir dürfen leider nicht rein, außer wir gucken mal, ob wir irgendwie einen Weg drum finden. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ging in der Silberwüste. So, nach der kleinen Unterbrechung und mit kurzer Wartezeit habe ich jetzt eine Karte gefunden, die gerade das Meta-Event gerade eben abgeschlossen haben. Heißt, es wäre von Vorteil, wenn man eine Karte hat, wo man das Meta-Event einmal mitmacht und dann den Rest erkundet oder halt wartet, wie ich, bis eine Karte das Meta-Event soweit fertig gemacht haben. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen was zu erkunden. Wir müssen noch 5 Heldenpunkte, 3 Panoramen, ein paar Sehenswürdigkeiten uns holen. Das machen wir jetzt einmal. Wir dürfen dann hier einmal den Heldenpunkt uns holen und da ist auch eine Sehenswürdigkeit. Aufgeladen. Und dann haben wir auch bald die letzte Karte aus der Erweiterung. So, den Punkt, meine ich, haben wir schon gekriegt. Genau, heißt, wir dürfen jetzt einfach weiter und uns die letzten Itemspunkte um die Wegmarken hat man, soweit ich weiß, jetzt alle schon bekommen. Sobald man, meine ich, einmal auf eine Karte kommt, wo dann das Meta-Event gestartet ist, meine ich. Ich meine, irgendwie sowas in der Art müsste das sein. Beziehungsweise, wir haben ja auch in der Story schon ein bisschen was erkundet. Deshalb kriegt man da auf jeden Fall die Wegmarken schon mal gut. So, wir nehmen mal den Auftrieb. Und hier ist dann dieses Riesen-Meta-Event, wo wir dann auch mal mitmachen werden. So, wir müssen allerdings jetzt hier entlang. Ah, klar, zu Fuß muss man ein bisschen laufen. Er will aber in die Richtung weiter. Genau, da holen wir uns wahrscheinlich den nächsten Heldenpunkt jetzt, würde ich vermuten. Weil es gibt drei Wege, wie man hier auf diese Plattformen kommt.
Und jeweils in den Mitten sind ein paar Heldenpunkte versteckt und ein paar Sehenswürdigkeiten. So, schaut, da ist der nächste Heldenpunkt. Genau. Und da jetzt die Karte der Wurm besiegt worden ist, haben wir natürlich auch weniger Bösewichte, die uns im Weg stehen. Weil man kommt nicht rein, wie gesagt, wenn das Meta-Event nicht gelaufen ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel Zeit man hat. Also man hat eine bestimmte Zahl an Zeit, die Karte zu erkunden. Es steht leider jetzt nichts hier. Aber am besten guckt man dann, dass man, wenn das Event läuft, dass man da dann ein bisschen mit erkundet. Das auch mitmacht. Es gibt guten Loot. Und man hat dann die Karte einfach ganz rucki-zucki erkundet. So, jetzt dürfen wir aber, glaube ich, ganz nach oben, ne? Aufgeladen. Genau, Aufwind. Und dann will er auf die Plattform. Aber ich meine weiter nach oben. Ich glaube, genau, wir gehen jetzt da hoch zur Plattform. Okay, da sehen wir jetzt, die Karte schließt in 20 Minuten. Heißt, man hat 20 Minuten Zeit, um die letzten Sachen sich dann zu erfarmen, zu erkunden. So, wir haben jetzt hier noch einen Punkt. Aufgeladen. Genau, und hier oben steht dann eine riesige Truhe, wenn man mitgemacht hat, die man dann looten darf. Und wir müssen jetzt dahinter, genau, da ist noch ein Heldenpunkt, den wir holen. Zack, und eine Sehenswürdigkeit. Sieht doch schon mal sehr gut aus. In 20 Minuten haben wir Zeit, um die Karte jetzt zu erkunden. Das reicht auch vollkommen aus. Also wir haben nie länger gebraucht, wenn wir hier hinten waren, um was zu erkunden. Das geht echt super gut. So. Aufgeladen. Nächstes Panorämchen. Wow, das sieht so cool aus. Da liegt er, der Wurm. So, dann dürfen wir jetzt hier hin und wieder zurück. Das ist so cool, dass man jetzt mit der Himmelsschuppe auch in die Auftriebe kann. Das macht es so leicht, der Diakarten zu erkunden. Gerade wenn man halt den Balken hier, den Orangen, leer hat, füllt sich das halt dadurch und man kommt halt nochmal hoch. Das ist halt schon cool. Ach, wir müssen ja da unten rein, durch die Höhle, genau. Oben drüber kommen wir leider nicht. So, da wäre wieder eine Wegmarke. Wir müssten langsam auch das Gebiet erkunden. Jetzt haben wir es, genau. Und hier ist der Nordturm dann. Genau, da haben wir noch eine Sehenswürdigkeit und einen Heldenpunkt. So, zack. Wir haben schon 87%. Zwei Panoramen, zwei Sehenswürdigkeiten, zwei Heldenpunkte. Und dann haben wir die Karte erkundet. Wirklich cool. Und wie gesagt, mit Plischert, das geht so einfach, man hat dieses Overlay auf dem Spiel. Man sieht genau, wo man hin muss. Da haben wir ein Panorama. Und man kann es halt zu Fuß ganz bequem machen. Dafür wurde das als erstes ausgelegt, dass man zu Fuß auch ganz einfach ohne Reittier unterwegs sein kann. Und wenn man die Reittiere hat, ist man natürlich auch noch ein bisschen flotter unterwegs. Nee, das war doch cool. Dann haben wir auch Plischert mal reingenommen, so ganz grob. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findest du einen Link zu Videos, Tutorials, wie man sich das installiert, wie man sich es einstellt, was das alles kann. Da würde ich jetzt kein Video zu machen. Da gibt es so viele schöne Tutorials, die man sich angucken kann und auch von den Creatoren selbst natürlich auch. So, da haben wir ein
Das müsste das letzte Panorama sein. Und das ist so cool, dass diese Endläufe von den Ranken sich bewegen. Das ist so, so cool. So, dann wollen wir mal weiter. So, wir haben jetzt hier noch Sehenswürdigkeit. Und jetzt dürfen wir hier runter. Und da nochmal runter. Und hier rein. Und da müsste jetzt... Ja, da ist das Ziel. Jetzt müssen wir gleich mal auf der Karte gucken, ob wir alles haben. Ach, ich bin blöd. Ihr habt das Finish gesehen, aber dabei ist hier das Finish. Okay, jetzt sind wir dann offiziell mit der Kartenerkundung fertig und kriegen eine Gabe vom Erkundungen. Wie heißt diese Gabe jetzt? Und zwar des Dschungels, genau. Die wieder schön auf die Bank packen, dass man sich eine legendäre Waffe der Generation 2 herstellen kann. Und wenn man bestimmte Karten erkundet mit den ganzen Klassen, kriegt man natürlich dementsprechend auch diese Element-Magier-Lagertruhen dann. So, genau. Ja, cool. Dann haben wir es geschafft. Wir haben die Karte erkundet. Wobei, kann ich das verkaufen? Freut sich bestimmt jemand. Hier, wie schön. So, und wenn man dann fertig ist, kann man einfach hier auf das Plüschhatten Rechtsklick machen. Dann steht dann neu starten oder zum Beispiel verlassen. Das habe ich jetzt gemacht gerade. Jetzt ist es aus und man sieht, zack, ist es weg, weil es wirklich nur auf dem Spiel liegt. Man kann es im Spiel starten und dann einfach loslegen. Ja, cool. Dann haben wir jetzt auch die letzte Karte von der Erweiterung Heart of Thorns freigeschaltet, beziehungsweise komplett erkundet. Der Widerstand des Drachens. Wir haben 4 Kartenabschnitte gehabt, die sich so tschuk tschuk hier entlang wuseln. Wir sind dann ab nächsten Montag in der neuen Lebendigen Welt Staffel 3 und gehen daran an Ers Begräbnis. Genau, ich hoffe, der Part hat dir soweit gefallen. Kannst dir gern Plüschhart runterladen, das ist super cool, kostenlos. Ein mega cool, was ich sehr, sehr gern nutze, das Tool. Und ja, wünsche dir aber jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und freue mich natürlich sehr, wenn ich dich das nächste Mal wieder begrüßen darf. Bis dann. Ciao, ciao.